Ich finde es auch spannend, eben diese Figur Kippenberger so in unser Gesamtkunstwerk so integrieren zu können, weil ich behaupte, wenn man sein Werk sich anschaut, dann ist es ein Künstler, der sehr gut zu uns passt, zur Arbeitsweise, wie wir sie haben. Er passt natürlich, ein Schwein. Ja, er war schon sehr früh, als das eigentlich nicht üblich war, oder hatte das Büro Kippenberger, das eben auch sehr aktiv sich gekümmert hat. Ich muss noch schnell das Licht wieder anzünden. Das sich sehr aktiv darum gekümmert hat, auch Ausstellungen zu realisieren. Er hat eigene Plakate gestaltet für Ausstellungen, Flyer gestaltet und so weiter. Er hat eigentlich vieles gemacht, was damals nicht üblich war, dass Künstler das selber übernehmen. Und er hat auch, das habe ich von einer Kunstkritikerin gehört, dass sie sagt, Kippenberger war auch heutzutage eigentlich vergleichbar mit einem Künstler, der die sozialen Medien sehr stark nutzt, weil er, das gab es damals natürlich noch nicht, aber er hat Kleber produziert, Sticker, die er verteilt hat unter die Menschen, hat Plakate gestaltet, er war sehr... Ja, kommunikativ, er war immer wieder bei den Leuten, er hat natürlich nicht nur seine Professur ausgeübt, sondern er hat richtig gehen als Kommunikator, war total aktiv, oder? Und es ist ja nicht interessant, einfach Kunst herzustellen, also in unserem Fall sowieso nicht, sondern es ist interessant, die Kunst herzustellen und dann die Vermittlung dazu zu machen und dann die Wirkung der Vermittlung wieder zu widerspiegeln und so. Das ist so ein Zusammenspiel, dann wird es richtig interessant.